Willkommen zurück bei den Green Stars. So Leute, ich habe mir was überlegt. Ich hatte ja ein bisschen Zeit zu grübeln und wir gehen jetzt zurück. Ich will Bowser noch nicht machen. Ich will Bowser definitiv noch nicht machen. Und deswegen springe ich jetzt über die Wumms drüber. Oh, sammle noch eine rote Münze ein. Auch gut. Und gehe nochmal zurück. Ich will wissen, was hat es mit dieser Zeichnung auf sich, die wir im letzten Part gesehen haben. Ich gucke sie mir jetzt nochmal an. Weil es muss bei diesen drei Kanonen irgendetwas geben. Und es kann doch nicht sein, dass ich da nicht drauf komme. Das wird schon nicht so heftig sein vom Rätselfaktor her. Da muss es irgendwas geben. Irgendein Geheimnis muss uns erwarten. So, da unten sind die drei Kanonen. Ich würde aber mal sagen, wir gucken vorher nochmal auf das Plakat drauf. Gehen also nochmal zurück. Aua. Dies hat ein bisschen wehgetan. Jetzt darf ich diesen Weg hier zurück. Diesen verruchten. Ja, ich hab's bewusst. Ach, das ist natürlich... Ja, Kameraführung, ne? Okay, justieren. Und nochmal springen. So. Dann machen wir es halt vorsichtig. Dann springen wir halt vorsichtig und langsam hier rüber. Oh, goddammit. Okay. Kameraführung. Das kann ich jetzt nicht auf die Kameraführung geschieben. Das war jetzt einfach dusselig. So. Dusselhawk. Ich hätte beinahe wieder LP gesagt, aber nein. Nur Dusselhawk. So, ein Goomba. Und hier ist auch die Zeichnung. Sehr gut. So, wir gucken sie uns nochmal an. Was haben wir eigentlich hier in den Kisten? Ist in den Kisten eventuell noch was drin? Bevor wir irgendwas wieder übersehen. Ah, Tatsache, eine rote Münze sogar. Boah, wir haben echt zwei rote Münzen übersehen. Und ich hoffe, das waren jetzt alle. Nicht, dass wir noch viel früher eine vergessen haben. Okay, gut. Also die zeigt... Also wenn du so davor stehst, direkt vor den Kanonen, könnte das der... Es ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, dass der Bereich oben drüber gemeint ist, oder? Aber auf der Kanone ist nichts. Also da waren wir... Wir sind ja drauf geklettert. Oh, komm. Was könnte es sonst noch sein? Das Einzige, was mir vielleicht sonst noch einfallen würde, wäre eine versteckte Wand. Also eine versteckte Wand? Also eine... Ihr wisst schon, eine, wo man rein kann. Aber sonst? Aber ich meine, ich bin doch da hochgeklettert, oder? Also eigentlich würde es mich wundern. So, wir gehen jetzt... Wir springen jetzt einfach mal darüber. Aber ich traue mich nicht. Oh, toll, Mario. Oh, Mann, ey. Yahoo! Oh, Gott. Und ja, dann eben mit Weitsprung. So. Gehen wir mal rein. Da, ich werd bekloppt. Ich... Nee. Nee. Gut. Okay, ist ein Green Star drin. Aber weil ich jetzt sechs rote Münzen hab, sammeln wir den jetzt nicht. Wer weiß, ob ich die nochmal so schnell bekomme. Oh Mann, bin ich dämlich. Da habe ich beim letzten Part wie lang gerätselt? 5 Minuten? Warum probiere ich's denn nicht einfach mal? Mann! Ja, so, dann sind wir hier jetzt mal hochgekommen. So, dann haben wir aber zumindest dieses Rätsel schon mal gelöst. Dann schnappen wir uns das beim nächsten Mal. Aber nichtsdestotrotz, das war schon ziemlich peinlich, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ein bisschen früher. So, ihr lasst mich bitte mal alle in Ruhe. Denn wir müssen ja noch hier lang. Gott sei Dank haben wir die eine rote Münze, die hier war, schon. Die ist natürlich schon ziemlich heftig. Vielleicht haben wir hier noch eine drin. Wobei das ziemlich lame wäre, noch eine in der Kiste verstecken. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, wie Campbell denkt. Gut. Okay, aber zumindest Energie aufgefüllt. So, was... Aua. Oh, jetzt muss ich aber speichern. Weil... Oh, das sieht mir gefährlich aus. Die lasse ich erstmal raus hier. Aber wo sind jetzt hier irgendwo Blöcke erschienen oder sowas? Oh je. Yeah. Ich sehe nichts. Oh shittery du. Aber da oben ist eine rote Münze oben drauf. Aber wofür ist der Schalter gut? Ah.
Wofür könnte dieser Schalter gut gewesen sein? Fehlt hier vielleicht noch ein Stück, dass der Typ uns da hochwerfen kann irgendwie? Weil wir sind ja jetzt nicht sonderlich hochgeflogen durch ihn. Nee, das reicht vorne und hinten nicht von der Höhe her. Vielleicht... Wie soll ich denn an den... Ja, okay. Hier darfst du Wandsprung machen. Und dann bin ich hier oben drauf. So, dann haben wir 7. Aber ist die Frage, was hat das jetzt mit diesen Blöcken auf sich? Da hinten ist noch ein Greenstar. Wie soll man den erreichen? Vielleicht hatte der mit den Blöcken zu tun, weil ich glaube nicht, dass das von hier oben mit Weitsprung reicht. Wir probieren es jetzt einfach mal aus Spaß. Wir haben ja eh schon genug Save-States gebraucht. Da kommt es jetzt auf einen nicht mehr an. Juhu! Okay, reicht. Mario bricht sich den Rücken und kommt dann hier drauf. Aber den will ich auch noch nicht. Weil, ihr wisst, eine rote Münze. Wer kann sie mir vergünsten? Und deswegen sammeln wir sie. Oh! Och, komm jetzt. Hier ist wirklich alles eine Todesfalle. Das ist für ein erstes Bowser-Level schon ziemlich anspruchsvoll. Muss ich wirklich sagen. Aber an sich eigentlich ganz nett. Ein dunkles Design. Man neigt ja bei Bowser eher dazu, ja, halt Feuerlevel zu machen, ne? Das bietet sich halt an. Aber der gute Kampel, der dachte sich, nö, wir bauen ihm eine dunkle Festung und das ist doch eigentlich auch ziemlich cool. Dann eben so, meine Güte. So, hier geht's zu Bause und hier ist auch der Stern, aber uns fehlt noch eine rote Münze und da ist sie. Okay, es hatte zumindest nichts mit dem Block dazu, mit dem Schalter da zu tun. Da ist ein extra Leben. Da scheiße ich euch drauf. Da scheiße ich euch oben drauf. Ich glaube, wir kriegen Bowser heute gar nicht mehr hin. Wenn ich mir jetzt noch die anderen beiden Sterne holen will, werden wir es wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Egal. Ihr habt Zeit, oder? Es ist ja. Dann gibt es halt doch kein Bowser-Action heute. Beziehungsweise vielleicht bekommen wir den Schlawiner wenigstens heute noch zu sehen. Das wäre vielleicht ein Ding. Okay. Probieren wir es einfach mal. Geben wir unser Bestes, dass wir den Schlawiner sehen. Ja, Bowser, das ist schon ein echter schwerer Nöter. Oh Mann. Aber ich freue mich auf ihn. Ich freue mich auf Bowserchen. Mario wahrscheinlich nicht. Der denkt sich, oh, Kacke hier, wieder gegen die fette Echse antreten. Mann, ey, kann ich mal ein anderer Gegner kommen? Ja, so denkt sich Mario das. Ihr kennt alle Mad Mario, oder? Von daher. Was ist ein Scheißbrot? Ja. True Blackie. Was ist eigentlich aus True Blackie geworden? Da hörst du gar nichts mehr. Also, zumindest, ich bin ja auch so ein bisschen raus. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch noch ganz, ganz dicke im Geschäft. Ich habe keine Ahnung, aber... So, auf den ersten Blick... Wüsste ich jetzt nicht, dass er noch irgendwie was macht. Naja, gut, gehen wir hier rein, sammeln den nächsten Stern. Wuhu, 42. 420 plays it. Ja, 420 Stars. Das wäre jetzt gut. Weeet. Und nichts wie rein hier. Ja. Gut, dann machen wir jetzt noch, da freue ich mich persönlich drauf, auch wenn wir jetzt das ganze Level nochmal und nochmal machen müssen. Ich freue mich persönlich auf diesen gigantischen Sprung, den wir eben machen durften auch schon. Das hat Spaß gemacht. Also richtig einer dieser Geronimo-Momente. Geronimo! Früher habe ich nicht Geronimo gesagt. Was habe ich früher? Früher habe ich immer Hi-ya gemacht. Ich sag gar nicht mehr Hi-ya. Ich glaube, ich muss wieder Hi-ya machen bei Sprüngen. Ich glaube, bei Rosso Rabbit müsste das gewesen sein. Ich glaube, da habe ich das bei jedem... Ich glaube, irgendwie habe ich das bei jedem größeren Sprung, glaube ich, bei Rosso Rabbit gemacht. Hi-ya! Und mittlerweile komme ich ja ganz gut hier rüber. Hey, man lernt ja doch dazu. Und trotzdem fühle ich mich hier wohler, wenn ich alle 5 Meter save. Es ist einfach so. You saved!
Mein Spiel, Spielstand, denkt sich Mario. Alter, Alter, Rügenwalder, das war knapp. Alter. Okay. Au. Boah, da darfst du echt nicht zu weit springen. Gefährlicher Sprung. Also generell ein anspruchsvolles Level, muss man wirklich sagen. Das ist schwierig. So, aber jetzt machen wir das in richtiger Speedrun-Mania. Oh shit, warum seid ihr denn nicht losgeflogen? Oh. So kannst du dich auch vor denen retten. Oi. So. Oh, war knapp. Oh ne, mit dir will ich mich nicht anlegen. Jetzt will ich aber doch mal... Jetzt habe ich den Schalter nicht gedrückt da hinten. Jetzt hätte ich mich natürlich doch mal interessiert, wäre da vielleicht eine Brücke erschienen oder... Ich glaube, du bist einfach nur da, um zu nerven, oder? Ja, genau. Gut, man weiß ja nie. Ich glaube, der soll einfach nur ein Gegner sein. Ich glaube, der soll dir gar nicht irgendwo hochhelfen. Wo auch? Ich meine, hier scheint ihr Ende Gelände zu sein. So. Okay. 3, 2, 1. Hiya! Wow. Präzise den Rücken gebrochen und den dritten Stern geholt. Yippie! Und jetzt haben wir ja doch noch genug Zeit, um zumindest zu Bowser vorzudringen. Ja, mehr als genug Zeit. Und wer weiß, vielleicht schlagen wir den alten schweren Öder sogar. Was ist dein Scheißproblem, Bowser? Was ist dein Scheißproblem, Mann? Okay. Ach ja. Aber das muss ich sagen. Das ist so die Schwierigkeit an sich, die ich mag. Es ist ein anspruchsvolles Level. Es ist aber zu keinem Zeitpunkt unfair. Ich habe ja kein großes Problem damit, wenn ich hier ein paar Mal drauf gehe. Das muss vielleicht auch so sein. Aber es ist ganz wichtig, dass es immer so ein Stück weit fair bleibt. Deswegen mag ich Spiele, die so komplett auf Speedrunner ausgelegt sind, eigentlich gar nicht so. Wie gesagt, ich bin einfach nicht der Typ, der irgendwelche Sprünge über mehrere Meter irgendwie exakt berechnen kann. Das ist immer so meine Achillesferse. Ja, aber das hier ist immer noch... Ich weiß nicht, warum ich... Ist ja nicht so, dass das neu ist. Es gibt ja auch bei Mario 64 solche Stellen. Ich weiß nicht, warum mir das hier bei diesem Hack solche Probleme bereitet, tatsächlich. Der will da nicht springen an dieser Stelle. Springe ich zu spät? Vielleicht muss ich ein bisschen... Nee, der will da einfach nicht abspringen. Keine Ahnung, wo da das Problem liegt. Oh, komm jetzt. Ja. Okay. Gut. Das hätten wir geschafft. Aber das war erst die halbe Miete. Sollen wir doch nochmal gucken, was es mit dem Schalter auf sich hat? Ich vermute ja nicht, dass wir hi-ja bei dem letzten Stern machen müssen und dass es deshalb etwas damit zu tun haben muss. Shit! Aber wie soll ich das? Okay, auf ein neues. So, ihr fliegt mal bitte alle los. Na, wobei. So, ich mache jetzt hier mal... Ich save jetzt hier mal. Oh, da sind sie direkt schon wieder da. Ugh. Ich komme nicht mal rechtzeitig dahin, um zu sehen, ob da irgendwie... Und hier oben, also hier überall, erscheint auch nichts. Das ist... Ich weiß nicht, was ist... Wow, so geht's auch. Wir können uns an denen so ein bisschen vorbeischleichen. Cool. Ich weiß nicht, was es mit diesem Stern auf sich haben... Mit diesem Stern, mit diesem Schalter auf sich haben soll. Also, es sieht auch nicht...
Ich habe es natürlich nicht sonderlich schnell hier hochgeschafft. Aber es sah jetzt auch auf den ersten Blick nicht so aus. Nee, definitiv erscheinen da keine Blöcke. Also, zumindest zu dem Stern dahin nicht. Da habe ich noch keine Ahnung, wahrscheinlich... So, wir laden jetzt nochmal den Save State. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Das will ich mir, entschuldige, bei aller Fortschrittmacherei, das will ich mir jetzt doch nochmal kurz ansehen. Ob vielleicht... Das will ich mir jetzt doch bei aller Fortschrittmacherei mal ansehen, ob nicht hinter uns irgendwas erscheint. Dass wir vielleicht wieder zurück müssen. Ja, hier, so wärst du an die rote Münze gekommen. Dafür war der Schalter gut. Es ist gut zu wissen. Okay, jetzt bin ich beruhigt. Nicht, dass es hier noch einen vierten Stern gibt und ihr wisst schon, man muss ja alles gecheckt haben. Ja, natürlich. An die rote Münze hatte ich natürlich jetzt gar nicht gedacht. Okay, er ist für die rote Münze. Gut. Dann erscheint die schon 500% weniger unfair. Aber dann ist das bei dem Stern da hinten anscheinend echt so gedacht, dass du da todesmutig hi-ja machst. Wahnsinn. Das finde ich voll cool, ehrlich gesagt. Das ist so eine richtige Haut-drauf-Aufgabe. So eine richtige Haut-drauf-Aufgabe, wie ich sie mag. Okay. Gut. Wir haben es geschafft. So, unser Lohn heißt Bowser. Mal gucken, was... Oh, die Bomben hängen hoch. Die Trauben hängen heute sehr hoch. Und die Bomben auch. Wo ist der? Mario? Wie zur Hölle bist du hier reingekommen? Naja. Du brauchst keine Details zu nennen. Ja, ich habe einen engen Terminplan. Ja, und es wird damit anfangen, dich zu besiegen. Los, versuch's doch. Ich wette, du kannst mich nicht besiegen, wenn die Bomben so hoch sind. Ach, Bause. Komm schon. Du glaubst ernsthaft, das macht mir was aus? Ich glaube, wir mussten... Das hatten wir schon mal. Ich habe nur mittlerweile so viele Bowser-Kämpfe gemacht, dass ich vergessen habe, bei welchem es war. War das bei Mario 74? War es bei Star Revenge? Ich weiß es nicht. Aber wir hatten das schon mal, dass die Bomben sehr hoch hängen. Und wir mussten dafür, glaube ich, relativ nah ran. Meine ich zumindest. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. So. Also sagen wir... So long, Gay Bowser! Ich probiere es mal. Und... Von der Höhe her gut. Von der Richtung her scheiße. Aua. Ja, und da hätte ich vielleicht mal springen müssen. Und ob das jetzt was wird? Keine Ahnung. Ja, es wird was. Wir haben ihn geschlagen. Wir haben ihn fertig gemacht. Exerich, verpiss dich. Das hat nicht wie geplant funktioniert. Die Bomben höher zu machen hat nicht wirklich funktioniert. Du hast gewonnen, Mario. Aber du wirst keine weiteren Sterne bekommen. Das... I guarantee it. Das würde Billy Mays auch sagen. Boah-ha-ha-ha. Oh mein Gott, Bowser ist der reale Hater. Wobei, der hat ja Muhahaha gesagt. Der reale Hater, The True Blackie. Heute rede ich nur noch von YouTube-Legenden. Gut. Wunderbar. For Full Fortress Clear. Der Emberer. So, okay, wir müssen den Part beenden. Ich würde aber auch mal sagen, das war schön. 3 Sterne geholt, Bowser besiegt. Was könnte schöner sein? Ich freue mich auf weitere schöne Levels in Super Mario 64 The Green Stars. Sass.